Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute nur ganz kurz gezeigt, wie wir die Partition C auf unserer Festplatte etwas vergrößern können. Ja, falls da der Platz knapp wird, was ja mit der Zeit passieren kann, wenn die Partition hier ganz voll ist, dann wird das System auch etwas langsamer vielleicht. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass wir mehrere Partitionen auf der gleichen Festplatte hier haben, ja, oder zumindest eine. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch zwei, ja, also insgesamt drei Partitionen hier. Und zwar werde ich jetzt die Partition F hier, die 4 GB hier, knapp 4 GB hier den C zuweisen. Das machen wir einfach mit dem Windows eigenen Board mitteln jetzt. Es gibt da auch natürlich, diverse Programme. Wir machen das jetzt, wie gesagt, mit dem Windows Board mitteln hier. Dazu rufen wir uns hier, das Tool auf, Datenträgerverwaltung, ja. Sieht hier so aus. Hier kann man nochmal deutlich sehen, ja, das ist eine Festplatte mit mehreren Partitionen, ja. Genau, sonst funktioniert das nicht. Also wir können jetzt nicht eine Partition von einem anderen Datenträger hier zuweisen. Das geht so nicht. Genau, wichtig hier ist noch, dass die Partitionen hier nebeneinander liegen. Ja, und was noch wichtiger ist, bitte vorher die Daten sichern, die hier auf F liegen. Die werden alle gelöscht, ja. Also die sind dann weg. Deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Daten hier woanders speichern, ja. Beziehungsweise vielleicht auch ein Backup, ein Vollbackup vorher machen, das ist auch ganz gut. Sollte da irgendwie was anderes schief laufen. Wir können dann direkt loslegen. Also nachdem wir uns hier das Tool aufgerufen haben, Datenträgerverwaltung, wählen wir hier in meinem Fall F. Ja, meine Partition F hier, die wähle ich aus. Die Daten habe ich vorher gesichert, ja, woanders. Die sind sonst alles weg. Am besten ja vielleicht doppelt und dreifach überprüfen, dass wir hier die richtige Partition auswählen und dann einfach mit der rechten Maustaste hier draufklicken und auf Volumen löschen auswählen. Hier müssen wir nochmal bestätigen, ja, hier steht nochmal, dass die Daten alle gelöscht werden. Ich bestätige jetzt das mal mit ja, das dauert hier ein paar Sekunden. Das kommt auch natürlich immer ein bisschen drauf an, wie groß die Partition ist. Genau, das ist jetzt hier ein freier Speicherplatz hier. Die Partition ist jetzt gelöscht. Wenn wir jetzt hier unser Windows Explorer aufrufen, die wird jetzt hier auch nicht mehr zu sehen sein. Ja, jetzt habe ich hier nur noch zwei, die angezeigt werden. Ja, jetzt klicken wir hier nochmal mit der rechten Maustaste drauf und wählen hier Partition löschen aus. Also wir werden jetzt die ganze Partition einfach zuweisen hier. Zack, und hier nochmal bestätigen. Und jetzt haben wir hier knappe 4 GB, die nicht zugeordnet sind. Ja, die sind jetzt hier auch nicht zu sehen, wie wir vorhin auch schon gesehen haben. Meine C-Partition hier ist jetzt ja 30,7 GB groß. Genau, und jetzt wählen wir hier unsere Partition C aus hier und dann mit der rechten Maustaste einfach. Und hier haben wir die Option Volumen erweitern. Hier einfach dem Wizard folgen. Wir werden jetzt, wie gesagt, einfach die ganze 4 Giga hier zuweisen. Deswegen brauche ich jetzt hier nichts mehr machen. Einfach auf Weiterklicken und Fertigstellen. Und schon habe ich jetzt die 4 GB hier zugewiesen bekommen. Wenn ich mir jetzt den Windows Explorer aufrufe, dann sieht man hier schon 34,6 GB. Ja? Und schon ist meine Systempartition hier ein bisschen größer. Genau. Also nochmal, wie gesagt, vorher, falls ihr das nachmachen solltet, irgendwie ganz, ganz wichtig, ein Backup machen. Und die Daten sichern, ja, die auf der Partition liegen. Das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.